In dieser Lerneinheit geht es um die geometrische Interpretation von linearen Optimierungsproblemen und auch ein geometrischer Eindruck, was der Simplex-Algorithmus eigentlich macht. Es tauchen verschiedene Begriffe auf, Hyperebenen, Halbräume, konvexe Mengen, und das gibt so Hintergrundinformationen zum Problem eben und auch ein bisschen zu den verschiedenen Möglichkeiten. Also gibt es überhaupt Lösungen, gibt es eindeutige Lösungen? Das kann man auch ein bisschen an der Geometrie erkennen. Und eben man kann den Simplex-Algorithmus ja auch nochmal auf eine andere Art und Weise verstehen. Erster Begriff ist der Begriff der linearen Mannigfaltigkeit. Der führt dann gleich auf den Begriff der Hyperebene. Eine lineare Mannigfaltigkeit ist eine Menge, für die diese Beziehung gilt, und das sieht man hier unten in der Zeichnung. Wenn ich zwei Vektoren aus der Menge habe, das sind hier, also die lineare Mannigfaltigkeit in der Zeichnung unten ist die rote Menge, die rote Gerade hier in 2D, die in beide Richtungen unendlich ausgedehnt ist. Wenn ich zwei Punkte, zwei Vektoren auf dieser Menge nehme, das sind die beiden schwarzen Vektoren, unten ist der Nullpunkt meines Koordinatensystems. Zwei Punkte auf dieser linearen Mannigfaltigkeit sind ja zwei Vektoren, deswegen hier auch mit Pfeil versehen. Das sind die Vektoren x und y und die liegen beide in der Mannigfaltigkeit drin. Und der Differenzvektor x minus y, das ist die Verbindung der beiden Pfeilspitzen in die richtige Richtung, also minus y plus x. Dass dieser grüne Vektor, als Vektor gesehen, muss ich den ja am Nullpunkt antragen. Das wäre dieser Vektor, x minus y. Dieser Vektor liegt jetzt in der Mannigfaltigkeit, in dieser roten Menge. Denn ich kann den Vektor y ja auch schreiben, so sieht man es hier, als y plus 0 mal diesen Differenzvektor. Und den Vektor x kann ich schreiben als y plus 1 mal diesen Differenzvektor. Ja, und die lineare Mannigfaltigkeit besteht eben jetzt aus genau solchen Punkten y plus s mal diesem Differenzvektor. Und s ist eine beliebige reelle Zahl. Wenn ich s zwischen 0 und 1 laufen lasse, würde ich mich hier auf dieser Linie bewegen. Aber da s eine reelle Zahl sein kann, kann ich also auch beliebig weiterlaufen in diese Richtung und eben auch für eine negative Zahl s in diese Richtung weiterlaufen. Also so kann ich hier eine Gerade beschreiben, eine Gerade, die nicht durch den Ursprung geht. Sowas nennt man eine lineare Mannigfaltigkeit. Man kann die Dimension einer linearen Mannigfaltigkeit beschreiben, ja, durch die Anzahl der linear unabhängigen Vektoren, die es dort gibt. Aber man muss da ein bisschen aufpassen, es gibt einmal diesen Vektor x0, oder einen Vektor x0, der erstmal in die Mannigfaltigkeit reinführt. Und dann kann ich hier beliebige Vektoren aus der Mannigfaltigkeit nehmen. Und wenn diese Differenzvektoren xi minus x0, wenn ich da entsprechend viele linear unabhängige wähle oder finden kann, das nennt man dann die Dimension der Mannigfaltigkeit, also die Anzahl, die ich hier finden kann. Wenn ich nochmal zurückgehe zu meinem Beispiel, diese lineare Mannigfaltigkeit ist eine Gerade. Da würde man jetzt intuitiv sagen, die hat die Dimension 1, eine Gerade. Ja, und das ist auch so. Ich finde nämlich, wenn ich einen Vektor hier von x und y als x0 wähle, nehmen wir mal hier y wäre mein x0, dann finde ich genau einen Vektor, sodass die Differenz linear unabhängig ist. Also ich könnte zum Beispiel als Vektor den Vektor x dann nehmen. Die Differenz hier, ein Vektor, der nicht der Nullvektor ist, ist linear unabhängig. Also ich habe nach meiner Beschreibung der Dimension zumindest hier ein x1 gefunden, das wäre das x. Und das x0 könnte ich y wählen. Ich hätte also hier d gleich 1, eine Menge mit einem Vektor, die wäre linear unabhängig. Wenn ich in dem Beispiel versuche, einen zweiten Vektor zu finden, den finde ich nicht mehr. Wenn ich einen anderen Vektor auf dieser roten Gerade nehme und wieder meinen Vektor x0 hier das y nehme, x1 wäre mein x, dann hätte ich diesen Differenzvektor. Wenn ich jetzt einen anderen Vektor noch nehme, x2 ebenfalls auf der Gerade, und da die Differenz betrachte zu meinem y hier, dann werden diese beiden Vektoren linear abhängig, weil sie beide eben in dieser Gerade liegen. Ja, das ist die Definition der Dimension, die mit der Anschauung
Stimmt, so kann man sie mathematisch definieren. Ja, und eine Hyperebene nennt man eben eine n-1-dimensionale lineare Mannigfaltigkeit im Rn. Das heißt, das hier war eine Hyperebene. In meiner Zeichenebene hier bin ich im R2 und das ist eine eindimensionale lineare Mannigfaltigkeit. Das wäre eine Hyperebene. In 3D ist eine Hyperebene eine richtige Ebene. Ja, und darüber ist es mit der Anschauung ja schwer. Im Vierdimensionalen wäre etwas Dreidimensionales. Eine dreidimensionale lineare Mannigfaltigkeit wäre eine Hyperebene. Ja, hier sind die Beispiele nochmal. Eindimensional, Ebene gerade, zweidimensional, einfach sowas. Eine Ebene im dreidimensionalen Raum. Eine Hyperebene kann ich nun auf eine bestimmte Art beschreiben und das ist eigentlich so eine ähnliche Skizze wie gerade. Wenn ich nämlich einen Punkt auf der Hyperebene habe, einen beliebigen Punkt, meine Hyperebene ist jetzt hier das H, das schwarze H, x ist irgendein Punkt auf dieser Hyperebene, dann kann ich die Hyperebene immer beschreiben, ich nehme einen beliebigen Punkt auf der Hyperebene und betrachte wieder den Differenzvektor x minus x0, den habe ich jetzt gleich hier oben hingezeichnet. Und dann muss dieser Differenzvektor auf einem anderen Vektor senkrecht stehen, beziehungsweise es gibt einen Vektor a, der steht senkrecht auf der Hyperebene. Dann kann ich jeden Vektor x in der Hyperebene immer so beschreiben, a steht senkrecht auf x minus x0. Das a ist also nicht beliebig, das steht senkrecht auf der Hyperebene. Das x0 ist beliebig, für x0 kann ich irgendwas wählen. Aber das ist eine Beschreibung einer Hyperebene, man nennt das auch die hessische Normalform, das ist vielleicht noch aus der Geometrie bekannt. Das heißt, eine Hyperebene kann ich so schreiben, a steht senkrecht auf x minus x0. x0 ist beliebig in der Hyperebene und a steht senkrecht. A darf nicht 0 sein. Der Nullvektor steht auf jedem Vektor senkrecht. Das kann ich im Skalarprodukt, die geometrische Beziehung der Orthogonalität, kann ich mit dem Skalarprodukt so schreiben: a transponiert mal x minus x0 ist 0. Und wenn ich das auflöse bzw. hier ausmultipliziere, kriege ich sowas wie a transponiert x ist irgendeine Zahl b. Wie gesagt, x0 war beliebig. Aber auf jeden Fall gilt, dass das Skalarprodukt eines Vektors in der Hübner-Ebene mit dem normalen Vektor, da kommt eine Zahl raus. Alle diese Vektoren, die das erfüllen, x, die liegen in der Hyperebene, wenn ich das x0 und das a gewählt habe, beziehungsweise das x0 steckt in dem b. Und das ist, wenn man sich das anguckt, a transponiert x gleich b, das ist genau die Gleichheitsnebenbedingung, eine Gleichheitsnebenbedingung eines linearen Optimierungsproblems, weil die haben wir so geschrieben. Hier die Matrix-Schreibweise ax gleich b war genau das. Ite Zeile transponiert Vektor x gleich bi und das für alle Nebenbedingungen. Das heißt, jede Gleichheitsnebenbedingung beschreibt eine Hyperebene im Rn. Mit Hyperebenen kann ich Halbräume definieren, dann kriege ich so etwas wie Ungleichheitsnebenbedingungen. Jede Hyperebene teilt den Rn in zwei abgeschlossene Halbräume, h plus h minus, nämlich wenn ich einmal größer gleich c oder b hatte ich gerade genannt, also das können wir auch wieder b nennen, größer gleich c mache oder a transponiert kleiner gleich c. Das heißt, das ist logisch im R2, wenn ich eine Gerade nehme, also eine lineare Mannigfaltigkeit oder Hyperebene, dann teilt eine Gerade teilt den R2 in zwei Teile, in zwei Halbräume. Der Durchschnitt von endlich vielen abgeschlossenen Halbräumen, den nennt man Polyeder oder Polytop. Die Begriffe sind nicht ganz eindeutig, also welchen man verwendet. Manche definieren das eine als das Beschränkte von dem anderen, also und deswegen werde ich auf diesen Begriff nicht so viel Wert legen, weil sich da ja, die Autoren in Büchern oder wenn man auch in Wikipedia guckt, sind die Definitionen da nicht ganz eindeutig. Deswegen aber nur, dass der Begriff einmal gefallen ist. Und die Dimension, die wird genauso definiert wie bei einer linearen Mannigfaltigkeit. Ich kann also die Dimension eines Polyeders genauso definieren. Ich gucke mir einen festen Vektor an in dem Polyeder und dann betrachte ich immer diese Differenzen und ja, die maximale Anzahl von linear unabhängigen Differenzen, die ich da bilden kann, gibt die Dimension an. Ist aber anschaulich auch das Gleiche, was ja, oder ist das Gleiche, was man sich anschaulich so vorstellt.
Ja, hier sind Beispiele für, jetzt hier wieder im R2. Ich habe hier drei Hyperebenen gezeichnet. Wie gesagt, Hyperebenen gehen nicht durch den Nullpunkt unbedingt. Drei Hyperebenen, und wenn ich jetzt hier auf der entsprechenden Seite die Halbräume betrachte und den Schnitt nehme, dann kriege ich zum Beispiel so ein Polytop, hier so ein Dreieck raus. Hier wäre das beschränkt. Aber es kann natürlich auch sein, wenn ich hier die untere Hyperebene irgendwie so ein bisschen nach oben verschiebe und jetzt zum Beispiel den unteren Teil, also den unteren Halbraum von dieser Hyperebene nehme, dann hätte ich hier eine unbeschränkte Menge, weil das Blaue geht hier unten weiter. Ja, und wenn ich den oberen Teil nehmen würde, dann hätte ich sogar eine leere, ein Polytop, was leer wäre. Und bei linearen Optimierungsproblemen gibt es eine Äquivalenz, das wird gleich noch kommen. Daran sieht man schon, wir haben beim Simplex-Algorithmus eigentlich immer gehofft, dass wir sowas haben. Eine beschränkte zulässige Menge, aber sie könnte eben auch leer sein oder unbeschränkt. Ja, jetzt kommen wir zu dem Zusammenhang zwischen Polyedern oder Polytopen und linearen Programmen. Was man direkt sieht, ist, dass die Ungleichheitsnebenbedingungen der Standardform x größer gleich 0, das beschreibt natürlich Halbräume, kann ich auch in dieser Form hier schreiben, mit als Skalarprodukt des Einheitsvektors mal x. So habe ich also hier eine Beschreibung von Halbräumen. Man kann jetzt aber noch eine genauere Aussage treffen, und das ist der Satz hier unten. Wenn ich ein nicht leeres Polytop oder Polyeder habe, kann ich eben das Äquivalent nach der Definition als Durchschnitt von endlich vielen Halbräumen oder als zulässigen Bereich eines linearen Programms beschreiben. Und wenn ich also das jetzt mal beweise, und zwar in der Form, dass ich zuerst mal gucke, den zulässigen Bereich eines linearen Programms, dann haben wir ja hier die zulässige Menge, so hatten wir die beschrieben. Wir haben den Rang der Matrix, der sollte M sein. Und dann haben wir wieder das, was wir auch beim Simplex gemacht haben, dass ich durch eine Transformation hier irgendwo in der Matrix, und ich habe das jetzt mal hinten hingeschrieben, eine Einheitsmatrix erzeugen kann, einfach nur aus Notationsgründen. Und erhalte hier vorne eine transformierte Matrix, also es ist praktisch formal wieder mit der Matrix B hoch minus 1 multipliziert. Und so dass die Einheitsmatrix jetzt mal hier auf die letzten Variablen trifft, wie gesagt, das ist nur, um die Notation hier ein bisschen einfacher zu machen. Und das bedeutet aber, und das haben wir auch schon kennengelernt, ich kann die letzten Variablen immer schreiben als Linearkombination der ersten Variablen. Das haben wir beim Simplex-Algorithmus auch benutzt. Die Basisvariablen kann ich immer ausdrücken durch den veränderten Vektor b und die Nicht-Basisvariablen. Das ist diese Linearkombination. Da steht sie nochmal. Die Linearkombination der Nicht-Basisvariablen. Damit kann ich die Basisvariablen darstellen. Und da ja die Basisvariablen auch größer gleich 0 sein müssen, kann ich also jetzt für die Basisvariablen, also die Ungleichheitsbedingungen größer gleich 0 für die Basisvariablen, kann ich eben so hier darstellen, indem ich diese Summe benutze oder hier wieder mit Skalarprodukt geschrieben. Und dann habe ich hier für die Basisvariablen so eine Ungleichung, und das definiert eben genau Halbräume. Und hier habe ich auch die Standard-Ungleichheitsnebenbedingungen, auch das definiert Halbräume. Diese ganze Darstellung benutzt jetzt nur noch die Variablen, die Nicht-Basisvariablen, die ich hier in x quer so zusammengefasst habe, von x1 bis xn-m. Also die ersten Variablen hier meines Vektors, das waren die Nicht-Basisvariablen. Ich habe jetzt also meine Nebenbedingungen, die die zulässige Menge meines linearen Programms beschreiben, durch dieses Einsetzen oder diese Darstellung der Basisvariablen durch die anderen Variablen. Mit dieser Schreibweise habe ich die zulässige Menge rein mit Ungleichheitsnebenbedingungen beschrieben, und die beschreiben Halbräume. Das heißt, ich habe jetzt einen Schnitt von Halbräumen, und durch die Nebenbedingungen wird also eine Menge beschrieben, die einen Schnitt von n Halbräumen darstellt, weil ich habe hier n Nebenbedingungen. Und da die zulässige Menge beschränkt ist, ist auch f beschränkt, also ist es ein beschränktes Polyeder oder Polytop. Das war die eine Richtung des Beweises.
Und jetzt kommt der andere. Die andere Richtung ist von A nach B. Also wenn ich einen Durchschnitt von endlich vielen Halbräumen habe und will das als zulässigen Bereich eines linearen Programms beschreiben. Wenn ich also jetzt so ein Polytop Polyeder habe und ich kann ohne Beschränkung der Allgemeinheit annehmen, dass er sich immer im positiven Oktanten befindet, also dass alle diese Koordinaten größer gleich 0 sind, sonst erreiche ich das durch eine entsprechende Spiegelung, Multiplikation. Nach der Definition ist ein Polyeder, Polytop ein Schnitt von Halbräumen. Und ein Schnitt von Halbräumen heißt, ich kann das immer so schreiben. Ich nehme meine n minus m Unbekannten, habe hier irgendwelche Koeffizienten davon und schreibe das kleiner gleich gi. Das ist die Schreibweise für alle Halbräume einzeln hingeschrieben mit Skalarprodukt hier mit Vektoren h. Die habe ich hier nicht eingeführt. Ich habe das gleich ausgeschrieben. Hier kann ich auch hinschreiben. Das ist das Skalarprodukt jeweils von einem Vektor hi mal dem Vektor x. Das habe ich hier gleich ausmultipliziert. So, nach der Annahme haben die ersten n minus m Ungleichungen schon die Form xi größer gleich 0, weil ich das vorausgesetzt habe. Wenn ich in den anderen Ungleichungen, die hier stehen, Schlupfvariablen einführe, kann ich die zu Gleichheitsnebenbedingungen machen, wie in der ersten Übung, wie ich aus Ungleichheitsnebenbedingungen Gleichheitsnebenbedingungen mache. Ich füge also hier weitere Variablen ein, die sind größer gleich 0 und addiere die hier dazu, sodass hier gleich gi rauskommt. Naja, und jetzt habe ich hier eine Formulierung gefunden, die ich schreiben kann mit einer Matrix, so einer Blockmatrix H für den ersten Teil, Einheitsmatrix für die anderen Variablen. Das wird meine Matrix A, kommt B raus. Ja, und das ist eigentlich genau die gleiche Gestalt, die ich auch in dem ersten Teil des Beweises hatte, von der ich ausgegangen bin. Und es sieht jetzt genauso aus wie das, was ich hier hatte, hinten eine Einheitsmatrix. Gut, damit habe ich also einen Schnitt von Halbräumen als lineares Programm beschrieben, mit dieser Voraussetzung, dass ich das hier annehmen kann, dass die Variablen alle größer gleich 0 sind. Das, wie gesagt, kann ich immer durch Spiegelung an der entsprechenden Koordinatenachse erreichen. Und Schnitt von Halbräumen kann ich allgemein so schreiben, aber wenn ich das voraussetze, ist eben schon ein Teil der Nebenbedingungen durch diese Ungleichheitsbedingungen beschrieben und deswegen komme ich auf diese Form. Okay, also wichtig ist die Aussage des Satzes, der die Äquivalenz ausdrückt von einem Polytop als Schnitt von Halbräumen und zulässigen Bereich eines linearen Programms. Das heißt, der zulässige Bereich eines linearen Programms ist ein Polyeder oder Polytop. Jetzt kommen wir zu einem weiteren wichtigen Begriff, der etwas über Lösbarkeit des Problems aussagt. Das ist der Begriff der Konvexität von konvexen Mengen. Und konvexe Menge, es gibt einen Zusammenhang eigentlich zu den linearen Mannigfaltigkeiten. Ich mache nämlich genau das Gleiche, allerdings erlaube ich diesen Vektor S oder dieser Zahl S jetzt nicht mehr die gesamte reelle Achse zu durchlaufen. Das hatte mir bei den linearen Mannigfaltigkeiten hier so eine ganze Gerade gebracht. Eine konvexe Menge ist die, wo nur die Verbindungsstrecke zwischen den beiden Vektoren y und x, das ist dieser Vektor hier oben, der grüne, der eigentlich als Vektor hier unten liegt, aber den ich mir hier oben vorstellen kann, geometrisch, diese Verbindungsstrecke, den kann ich so beschreiben, nämlich genau als y plus s mal diesem Differenzvektor. Und die Verbindungsstrecke, da läuft jetzt s nur zwischen 0 und 1. Bei 0 bin ich hier, bei 1 bin ich hier. Und wenn für zwei beliebige Vektoren in einer Menge auch diese Verbindungsstrecke in der Menge liegt, das nennt man die Konvexkombination, dann nennt man die Menge konvex. Hier sind Beispiele. Geometrisch ist es ganz anschaulich, die Verbindungslinie zwischen zwei beliebigen Punkten muss drin liegen.
Und hier oben sieht man, das ist der Fall. Und hier unten sieht man einfache Beispiele, wo das nicht der Fall ist. Wenn ich hier zwei Spitzen des Sterns nehme, dann liegt die Verbindungsstrecke nicht in der Menge. Und so weiter hier bei allen Beispielen. Sehr leicht zu sehen. Was man jetzt, wie kommen wir jetzt zu den linearen Programmen? Ja, erstmal sind Halbräume konvex. Das ist anschaulich wieder klar, weil ich zwei Punkte in einem Halbraum nehmen kann, die verbinde ich dann liegig wieder in dem Halbraum. Kann man aber auch ganz einfach mit der Formel zeigen. Ich muss mir immer diese Konvexkombination hier angucken. Also ich nehme zwei Punkte aus der Menge, ich nehme ein S und gucke mir die Konvexkombination an. Entweder in dieser Form oder man kann es eben auch in dieser Form schreiben, indem man es hier ausmultipliziert. Und dann muss ich eben zeigen, dass das wieder in der Menge liegt. Und beim Halbraum ist es einfach. Halbraum wird ja so beschrieben, mit größer gleich oder kleiner gleich. Wenn ich einen Punkt X und Y habe, die beide diese Ungleichheiten erfüllen, dann kann ich die erste mit S multiplizieren, die zweite mit 1 minus S. Ja, dann kann ich das einfach addieren. Weil das eine lineare Nebenbedingung ist, sehe ich sofort, dass sich das hier einfach durchzieht. Ich kann das hier Sx plus 1 minus S mal Y zeigen. Da kommt dann auch C raus, weil sich hier das C einfach addiert. Und so sehe ich also, der Punkt Sx plus 1 minus Sy erfüllt auch diese Ungleichung. A transponiert mal dieser Punkt ist größer gleich C. Das heißt, er gehört auch zu dem Halbraum. Was man auch sehr einfach, genauso einfach zeigen kann, dass der Schnitt von konvexen Mengen wieder konvex ist. Und wie gesagt, wir haben in dem Satz gesehen, die zulässige Menge eines linearen Programms ist der Schnitt von konvexen Mengen, also von Halbräumen und damit von konvexen Mengen. Also ist dann die zulässige Menge auch wieder konvex. Und auch das sieht man hier unten ganz einfach durch Einsetzen. Erstmal mit Zweien und wenn man das dann weiter treibt, kann man Induktionen machen. Also man sieht dann auch, dass man hier unendlich viele nehmen könnte, wenn man sie noch abzählen kann. Also auch der unendliche Durchschnitt, das würde man hier mit Induktion zeigen können. Aber wir brauchen eben nur den endlichen Schnitt. Also haben wir damit gezeigt, die zulässige Menge eines linearen Programms ist konvex, weil die zulässige Menge kann ich als Schnitt von Halbräumen charakterisieren. Das hat der Satz gesagt, Halbräume sind konvex und der Schnitt von konvexen Mengen ist konvex. Also ganz einfache logische Folgerung. Ich kann das aber auch direkt einsetzen, weil ich, wie gesagt, die Nebenbedingungen eines linearen Programms sind ja linear und bei linearen Gleichungen oder Ungleichungen ist dieses Überprüfen der Konvexität einfach trivial, weil ich die Linearität ausnutze und hier sogar eine exakte Gleichheit dann wieder habe und auch dies größer gleich hier sofort daraus folgt. Also ich habe zwei Arten, algebraisch und geometrisch zu zeigen, dass die zulässige Menge eines linearen Programms konvex ist. Was habe ich nun davon? Und wie kommt der Zusammenhang auch zum Simplex-Algorithmus? Das möchte ich ja noch herstellen. Dann brauche ich jetzt noch einen Begriff dazu. Das ist der Begriff des Extrempunkts von konvexen Mengen. Und ein Extrempunkt einer konvexen Menge, hier unten sei mal eine konvexe Menge, also hier unten sei das M. Ein Extrempunkt, ja, ist so eine Ecke, kann ich mir vorstellen, jetzt hier im Zweidimensionalen. Weil eine Ecke in der konvexen Menge, die kann ich nicht als Konvexkombination zweier verschiedener Punkte in der Menge darstellen. Gucken wir mal diesen Punkt an, das ist kein Extrempunkt. Dieser Punkt hier auf dem Rand und auch jeder Punkt hier innen drin, den kann ich immer als Konvexkombination zweier anderer Punkte der konvexen Menge darstellen. Ich nehme einfach einen hier und einen da und irgendwo dazwischen liegt mein Punkt. Ja gut, dann finde ich immer so ein S, dass ich das hier als Y, das X als irgendeine Kombination von Y und Z darstellen kann. Mit diesem Punkt hier geht das nicht. Weil wenn ich zwei Punkte hier irgendwie nehmen will und ja, die liegen schon außerhalb. Und wenn ich Punkte innerhalb nehme, da kriege ich den Punkt nicht mit. Als Linearkombination zweier Punkte schreiben kann mit S aus 0, 1, da müssen alle drei Punkte gleich sein. Weil wenn alle drei Punkte gleich sind, dann steht hier genau eben x gleich x, dann ist es richtig für jedes S, aber anders geht es eben nicht.
So, jetzt kommen wir zu dem Satz, den Zusammenhang zwischen Basislösungen, die wir ja im Simplex-Algorithmus berechnen, und solchen extremen Punkten beschreibt. Und der Satz sagt nämlich aus, dass x genau dann eine zulässige Basislösung ist, wenn x ein Extrempunkt der zulässigen Menge ist. Das heißt, was wir im Simplex eigentlich machen, wir laufen ja über die zulässigen Basislösungen, solange bis wir optimal sind, geometrisch betrachtet, laufen wir über die Extrempunkte der zulässigen Menge. Und die zulässige Menge ist ein Polyeder oder Polytop. Wenn ich mir das zweidimensional vorstelle oder auch dreidimensional, dann laufe ich über die Ecken dieses Polytops. Das ist die geometrische Bedeutung eines linearen Programms oder eines Optimierungsproblems. Und mit dem Fundamentalsatz der linearen Programmierung heißt das eben, wenn eine optimale zulässige Lösung existiert, dann existiert eine optimale zulässige Lösung, die ein Extrempunkt ist. Das haben wir ja da schon gelernt. Das ist die Begründung, warum wir uns überhaupt nur auf Basislösungen konzentrieren. So, der Beweis des Satzes geht eben in die beiden Richtungen. Das ist ja eine Äquivalenzaussage. Also nehmen wir erstmal an, wir haben eine zulässige Basislösung, müssen zeigen, dass x ein Extrempunkt ist. Wenn x eine zulässige Basislösung ist, dann ist das hier oben erfüllt, weil die Nichtbasisvariablen sind 0. Das heißt, wir können ax gleich b in dieser Schreibweise hinschreiben. Als b können wir darstellen als Linearkombination der Basisspalten mit den entsprechenden Basisvariablen als Koeffizienten. So, jetzt nehmen wir an, wir können x darstellen als SY plus 1 minus S mal Z mit zwei Punkten aus F, aus der zulässigen Menge. Das heißt, wenn wir das zeigen könnten, wenn wir solche zwei Punkte finden, dann wäre x kein Extrempunkt. Wir müssen also zeigen, jetzt Y und Z sind gleich x. Das war die Bedingung. Für die Nichtbasisvariablen folgt das sofort aus dieser Gleichung hier, weil bei den Nichtbasisvariablen ist ja xj gleich 0. Da y und z ebenfalls zulässig sind, sind y und z zumindest größer gleich 0. S ist auch größer 0 und 1 minus S ist auch echt größer 0, weil ich ja die Werte 0 und 1 hier nicht betrachte. Das heißt, ich habe jetzt hier also auf der linken Seite 0 stehen für Nichtbasisvariablen, für solche xj hier. Das heißt, hier steht 0, hier steht was Positives mal etwas Nicht-Negatives. Hier steht auch was Positives, auch was Nicht-Negatives. Das heißt, die einzige Möglichkeit ist, dass y und zj auch 0 sind, weil hier keine negativen Zahlen auftreten können und auf der linken Seite steht 0. Also für die Nicht-Basisvariablen von y und z sind die auf jeden Fall auch schon mal 0. Das heißt aber, dass ich diese Darstellung, die ich hier oben für x habe, auch für y und z machen kann, weil in ax gleich b treten eben die oder in AY gleich B treten die Koeffizienten YJ, die 0 sind, nicht auf und bei Z genauso. Das heißt, ich bekomme auch hier, wenn ich mir A mal Y angucke, die Linearkombination nur von 1 bis M, genau das gleiche von Z und das gleiche hatte ich auch schon von X. Das heißt, ich kann den Vektor B dreimal als Linearkombination darstellen von linear unabhängigen Spalten. Das hier waren ja meine Basisspalten. Das sagt aber die lineare Algebra, wenn ich einen Vektor aus dem Rm habe, den kann ich eindeutig durch eine Basis des Rm darstellen. Und eindeutig heißt, die Koeffizienten xbi müssen gleich zbi sein, gleich ybi. Für die Basisvariablen, für die Nicht-Basisvariablen müssen sie auch alle gleich sein. Also ich habe aus dieser Annahme gefolgert, dass x gleich y gleich z ist. Das war die Bedingung für einen Extrempunkt. Das heißt, ich habe gezeigt, wenn ich eine zulässige Basislösung habe, ist sie ein Extrempunkt. Umgekehrter Fall, wenn ich einen Extrempunkt habe und ich betrachte mal hier die Indizes, wo xj größer 0 ist, dann kann ich jetzt ax gleich b eben so schreiben. Ich nehme nur die Indizes in dieser Menge groß J, wo xj größer 0 ist. Die anderen kann ich vernachlässigen, kriege ich diese Darstellung. Was ich jetzt zeigen muss, diese Menge der Spalten, die zu den entsprechenden Indizes gehören, sind linear unabhängig, weil dann habe ich genau die Basisdarstellung.
dann ist das eine Basis und xj wäre eine Basislösung. So, ich muss also annehmen, die sind linear unabhängig. Wenn ich annehme, sie sind linear abhängig, dann gibt es also Koeffizienten, die nicht alle 0 sind, sodass ich hieraus eine 0 als Linearkombination aus diesen Spalten bilden kann. So, jetzt diese Koeffizienten setze ich fort. Das heißt, für alle Indizes, die nicht aus dieser Indexmenge sind, schreibe ich da einfach eine 0 hin. Die xj sind größer 0, das habe ich, so habe ich hier meine Menge j gewählt. Das heißt, jetzt kommt eine Argumentation, die hatten wir schon mal so ähnlich. Wenn ich die xj größer gleich 0 habe, dann kann ich ein Epsilon wählen, sodass x plus Epsilon mal y größer gleich 0 ist. Und x minus epsilon mal y auch größer gleich 0 ist. Xj ist wirklich größer 0, hat also einen gewissen Abstand zu 0. Die Komponenten von y habe ich hier, die sind teilweise 0, sie können auch negativ sein, aber selbst wenn sie negativ sind, kann ich hier ein kleines Epsilon wählen, sodass x plus Epsilon mal y immer noch größer gleich 0 bleibt und auch x minus Epsilon mal y. Das liegt daran, dass ich mein xj, also wenn ich mir das komponentenweise angucke, mein xj ist wirklich von 0 weg. Selbst wenn jetzt yj kleiner 0 ist, kann ich das Epsilon so klein wählen, dass die Summe hier immer noch größer gleich 0 bleibt. Und analog kann ich das mit dem Minus machen. Dann gilt das auch. So, jetzt kann ich aber x als Linearkombination dieser beiden oder Konvexkombination dieser beiden Punkte x plus epsilon y und x minus epsilon y darstellen, weil wenn man das ausrechnet hier, hebt sich das epsilon y genau weg und ich hätte einen Widerspruch zu einem Extrempunkt. Weil bei einem Extrempunkt darf ich ja das genau nicht schaffen können. Ich setze voraus, es ist ein Extrempunkt, also ist das nicht möglich. Was bedeutet das? Dass die Annahme, dass diese Spalten hier linear abhängig sind, ist falsch. Weil nur unter der Annahme finde ich solche Werte y ungleich 0. Wenn y identisch 0 sein müsste, fällt hier alles in sich zusammen. Hier steht sofort x gleich x, das Argument funktioniert nicht. Das ist also der Beweis dieser Äquivalenz. Wir haben eine zulässige Basislösung genau dann, wenn wir einen Extrempunkt von f haben. Das ist die wesentliche Aussage. Die Beweistechnik ist für uns jetzt nicht entscheidend. Es ist eine ganz typische mathematische Beweistechnik hier unten. Klar, Widerspruchsannahme, klassische Beweistechnik. Und auch hier mit so einem kleinen Epsilon zu argumentieren. Gut, wir hatten den Begriff der Konvexität für die Menge. Und haben jetzt eigentlich nur daraus geschlossen, dass wir die Extrempunkte der Menge angucken können. Jetzt gibt es noch den Begriff der konvexen Funktion und der hilft uns dabei, etwas über Optimalität auszusagen. Eine konvexe Funktion ist eine Funktion, ich betrachte wieder eine Konvexkombination der Argumente. Das heißt, ich betrachte eine Menge nur auf einer die Funktion nur auf einer konvexen Menge, wo jede Konvexkombination wieder im Definitionsbereich liegt. Und was heißt das jetzt? Ich betrachte den Funktionswert für diese Konvexkombination und der soll kleiner gleich sein als die Konvexkombination der beiden Funktionswerte. Strikt konvex nennt man das, wenn hier eine echte Ungleichheit herrscht. Und das kann man sich geometrisch überlegen, das sieht man gleich am Bild, man kann aber auch sofort sehen durch Einsetzen, jede lineare Funktion ist konvex. Da wir ein lineares Programm haben, eine lineare Optimierung machen, haben wir eine lineare Kostenfunktion. Das heißt sofort, unsere Kostenfunktion ist konvex. Das nennt man ein konvexes Optimierungsproblem. Wir haben die zulässige Menge ist konvex, die Funktion ist konvex. Ja, hier sind Beispiele. Was bedeutet das? Hier ist die lineare Funktion, die ist konvex. Die Bedingung, die ich hier hinschreibe, ist, ich gucke mir den Funktionswert an irgendeinem Punkt zwischen x und y. Das bedeutet das ja. Die Konvexkombination, dieser Punkt hier, ist die
Verbindungslinie zwischen x und y geometrisch. Das heißt, ich mache das ja für beliebiges s. Ich gucke mir einen beliebigen Punkt an auf der Verbindungsstrecke zwischen zwei beliebigen Punkten. Und dann gucke ich mir den Funktionswert an. Also in meiner Zeichnung, ich nehme zwei beliebige Punkte im Definitionsbereich, sagen wir mal, ich nehme hier 0, minus 1 und 1. Dann gucke ich mir den Funktionswert an einem beliebigen Punkt dazwischen an. Okay, das ist die linke Seite meiner Definition. Auf der rechten Seite gucke ich mir die Funktionswerte dieser beiden Punkte x und y an und dann die Verbindungslinie der beiden Funktionswerte. Das ist hier die Konvexkombination der Funktionswerte. Ja, bei einer linearen Funktion ist das alles das Gleiche. Aber machen wir das doch mal hier unten für diese quadratische Funktion, die ist auch konvex. Ich gucke mir also an, ich nehme zwei Punkte, ich nehme mal 0, minus 0,8 und 0,8, diese beiden Punkte hier. Ich gucke mir an, den Funktionswert an irgendeinem Punkt dazwischen. Ja, zum Beispiel mal 0, da habe ich diesen Funktionswert. Der soll nun kleiner gleich sein, das sagt die Definition, als die Konvexkombination der beiden Funktionswerte. Was ist die Konvexkombination der beiden Funktionswerte? Ja, der eine Funktionswert, der war irgendwo hier, bei minus 0,8 für x, und der andere Funktionswert ist hier. Die Konvexkombination der beiden Funktionswerte ist die Verbindungslinie der beiden Funktionswerte. Das heißt, was ich mir auf der rechten Seite angucke, ist die Verbindungslinie der beiden Funktionswerte, während ich mir hier den Funktionswert an diesem Zwischenpunkt angucke. Und der soll immer gleich sein. Geometrisch ausgedrückt heißt das, die Funktion läuft immer unterhalb der Verbindungslinie von zwei beliebigen Funktionswerten. Und das ist hier immer der Fall. Ich hätte das hier einzeichnen können, habe ich nicht gemacht. Ich mir immer zwei beliebige Punkte angucke und stelle mir immer hier so eine Gerade dazwischen vor oder so eine Verbindungslinie. Die Funktion liegt immer unterhalb. Das heißt, das ist eine konvexe Funktion. Hier sehe ich das auch mit dem Knick hier. Gilt es auch, zwei beliebige Punkte, wenn ich eine Verbindungslinie von zwei beliebigen Funktionswerten nehme, die Funktion liegt immer unterhalb. Und hier ist es trivial, hier liegt die Funktion immer drauf, weil hier ist die Funktion, bei einer linearen Funktion ist die Funktion die Verbindungslinie zweier beliebiger Funktionswerte. Aber Gleichheit ist eben bei Konvexität erlaubt, das wäre nicht strikt konvex. Hier sieht man eine Funktion, die ist nicht konvex. Wenn ich nämlich hier zwei Funktionswerte nehme, zum Beispiel diese beiden, einen hier und einen da, die Verbindungslinie hier so zeichne, dann liegt die Funktion jetzt oberhalb der Verbindungslinie. Nicht für alle Punkte, weil hier zum Beispiel kann ich zwei nehmen, da ist es wieder identisch. Hier könnte ich auch zwei nehmen, einen hier, auch da wäre es identisch, aber da ich hier so einen Knick habe oder das hier so runtergeht, kann ich, wenn ich so zwei Punkte nehme, einen hier, wieder minus 0,8 plus 0,8, die Verbindungslinie ziehe, da liegt meine Funktion nicht überhalb der Verbindungslinie. Genau das Gleiche, wenn ich meine Parabel umdrehe, wäre sie auch nicht konvex. Gut, wir haben eine lineare Funktion, die ist trivialerweise konvex. Aber konvexe Funktionen haben für die Optimierung eben auch bei nichtlinearen Problemen eine Bedeutung. Und was ist die Bedeutung? Ja, jedes lokale Minimum einer konvexen Funktion ist ein globales Minimum. Das heißt, ein lokales Minimum ist ein Minimum, was nur in einer Umgebung minimal ist, was man so normalerweise in der Schule zum Beispiel mit Ableitung gleich Nullsätzen ja ausgerechnet hat bei einer Kurvendiskussion. Das sind immer lokale Minima. Bei konvexen Funktionen weiß man, das ist ein globales Minimum. Das sieht man hier. Ja, diese Funktion hat überhaupt kein Minimum, also wenn ich sie auf der gesamten Achse betrachten würde. Aber hier sieht man bei der quadratischen Funktion, hier unten ist ein lokales Minimum, da ist ja die Ableitung auch 0. Da sehe ich sofort, das ist auch ein globales Minimum. Und hier hätte ich ganz viele lokale Minima hier, aber das sind auch alles globale Minima. Und hier gilt das nicht. Das heißt, der Begriff der Konvexität bei Funktionen hilft mir, dass ich nur lokale Minima ausrechnen muss und habe sofort ein globales Minimum. Das kann man mathematisch auch zeigen.
Das ist nämlich ist auch nicht besonders schwierig. Wenn ich ein lokales Minimum habe, dann heißt das, der Funktionswert ist immer größer gleich in einer Umgebung, die heißt hier U meines Punktes. Und wenn ich jetzt einen anderen Punkt nehme, der beliebig ist, aus M, der ungleich diesem x-Stern ist, dann kann ich die Konvexität ausnutzen. Und erstmal kann ich also hier so eine Konvexkombination kann ich ja so schreiben, das haben wir schon gesehen, das ist eben auch in M. Also ich bilde jetzt eine Konvexkombination aus dem Minimum und einem beliebigen anderen Punkt. Da ich eine konvexe Menge habe, ne, eine konvexe Funktion ist immer auf einer konvexen Menge nur definiert. Da ich eine konvexe Menge habe, liegt dieser Punkt natürlich auch wieder in M für alle s aus 0, 1. Das heißt, die gesamte Verbindungsstrecke liegt in M. Und wenn ich das s klein genug mache, liegt diese Konvexkombination auch in der Umgebung, wo das x-Stern ein Minimum ist. Ich kann also das s mit dem s gegen 0 gehen, dann bin ich ja irgendwann, liege ich dann in dieser lokalen Umgebung. Das ist der Funktionswert. Y dürfte also nicht größer sein als der Funktionswert von x-Stern. Und jetzt benutze ich die Konvexität von f, denn ich weiß, x-Stern ist Minimum, das heißt, der Wert, der Funktionswert von x-Stern ist kleiner gleich als der Funktionswert dieser Konvexkombination. Das ist die Eigenschaft, dass ich ein lokales Minimum habe. Das s ist jetzt klein genug. Jetzt kommt die Konvexität von f. Das war genau das, dass ich hier das als Konvexkombination schreiben kann. Konvexkombination der Funktionswerte, kriege ich das raus. So, und jetzt betrachte ich den ersten Teil, da steht f von x Stern. Hier steht ein f von x Stern, jeweils mit einer 1 davor, hier und dort. Und diese beiden, also den ersten Teil der Ungleichung, den letzten Teil, fasse ich jetzt zusammen und ziehe das f von x Stern ab. Was bleibt über? Auf der einen Seite hier, also f von x Stern ziehe ich hier und hier ab, geht die 1 weg, steht hier 0, dann steht hier ein s und da ein s, das kann ich ausklammern. Und es bleibt über minus f von x Stern plus f von y. Das kriege ich raus, wenn s klein genug ist, aber s ist immer größer 0 bei der Definition von Konvexität. So, da kann ich jetzt das s durchweg dividieren, weil s größer gleich 0 ist, ändert sich die Ungleichung nicht. Und ich kriege raus, dass f von x Stern f von y kleiner gleich f von y ist. Und y war beliebig aus m. Das heißt, der Funktionswert von meinem lokalen Minimum ist auch kleiner gleich der Funktionswert für jedes beliebige y aus m. Hier habe ich y beliebig gewählt. Ich habe hier mit dem die lokale Minimaleigenschaft ausgenutzt, indem ich das s reingebracht habe, aber durch die Konvexität komme ich zu einer Form, wo ich das s rauswerfen kann, sodass ich das also auch für jedes beliebige y habe. Also ist das lokale Minimum x Stern auch ein globales Minimum. Naja, Konsequenz ist eben für lineare Programme, habe ich schon gesagt, eine konvexe Funktion auf konvexer Menge haben wir. Wenn wir ein lokales Minimum gefunden haben, so ist das auch ein globales Minimum. Was man auch noch zeigen kann, die Menge der globalen Minima einer konvexen Funktion ist konvex. Was bedeutet das? Wenn ich zwei lokale Minima habe, dann ist oft die gesamte Verbindungslinie zwischen diesen beiden lokalen Minima sind auch Minima. Wenn man nochmal an unseren Polyeder denkt, ich hatte vorhin dieses Beispiel, ich gehe nochmal kurz zurück zu meinem Extrempunkt. Also zum Beispiel könnte das das Minimum unseres linearen Optimierungsproblems sein. Wenn wir aber feststellen, die nächste Ecke zum Beispiel hier hinten irgendwo wäre auch ein Minimum, dann wüssten wir auf dieser gesamten Kante, diese gesamte Kante wäre minimal. Es kann also nicht sein, dass hier bei so einem Polyeder zum Beispiel die eine Ecke und die andere Ecke ein Minimum ist, aber nicht die Verbindungslinie zwischen den beiden, weil wir wissen oder wir können zeigen, dass die Menge der optimalen Lösung ist konvex. Das ist diese Lösungsmenge L, habe ich die mal hier genannt. Naja, und das auch ist auch habe aus dieser Lösungsmenge, müssen ja die Funktionswerte gleich sein, weil das sind die globalen Minima, Funktionswerte sind also gleich.
Jetzt bilde ich eine Konvexkombination. Also ich betrachte jetzt einen Punkt, der auf der Verbindungslinie dieser beiden Ecken oder dieser beiden optimalen Ecken und optimalen Lösung liegt. Und dann kann ich die Konvexität ausnutzen. F von x Stern ist immer kleiner gleich wegen der Optimalität. Jetzt nutze ich die Konvexität hier, wieder wie oben. Y ist diese Konvexkombination, folgt kleiner gleich Konvexkombination der Funktionswerte. Da aber die Funktionswerte von x Stern und x Quer gleich sind, hebt sich das hier alles weg, sodass dann nur f von x Stern bleibt. Das heißt, das f von y ist einerseits größer gleich f von x Stern, einmal kleiner gleich f von x Stern, also muss es gleich sein. Also ist y auch in der Lösungsmenge.